Herzlich willkommen zu einem längeren Auszug aus meinem Online-Kurs Selbstliebe im Alltag, kleine Schritte, große Wirkung. Und zwar geht es bei diesem Ausschnitt um das Thema schlechte Gewohnheiten. Selbstliebe bedeutet nämlich auch, Dinge bleiben zu lassen, also nicht nur neue Rituale, Gewohnheiten, Denkweisen in den Alltag aufzunehmen, sondern vor allem schlechte Gewohnheiten bleiben zu lassen und aufzulösen. Und das kann herausfordernd sein. Ich hoffe, ich kann dir mit diesem Video Impulse geben, Inspirationen schenken und wünsche dir viel Freude beim Lauschen und eine schöne Zeit mit dir selbst. Im ersten Teil des Kurses haben wir uns ja der Frage gewidmet, was können wir tun, möglichst einfach, um unsere Selbstliebe zu stärken. Also Dinge, die man leicht in den Alltag integrieren kann. Es gibt jedoch eine zweite Falle bei vielen Menschen, ich würde mal sagen bei fast allen, in unterschiedlicher Ausprägung, in unterschiedlicher Stärke, die Selbstliebe torpediert. Und so kann es sein, dass diese neuen Selbstliebe-Rituale und Gewohnheiten nicht ausreichen, um eine spürbare, nachhaltige Veränderung zu erreichen. Also sie sind nicht sinnlos. Alles, was man in einer Haltung der Selbstliebe tut, ist wertvoll und hat einen Effekt. Aber es kann vorkommen, dass man diesen Effekt mit anderen Taten, die oft auch unbewusster erfolgen, wieder einreißt. Also man reißt quasi mit dem Hintern wieder ein, was man aufgebaut hat. Und dadurch wird das Ganze sehr ruckelig und ist nicht in der Balance. Was meine ich damit? Ich spreche von schädlichen Gewohnheiten. Das sind in der Regel Gewohnheiten, die für einen Belohnungseffekt sorgen, der sehr schnell eintritt und auch erstmal sehr zuverlässig ist. Das heißt, diese Gewohnheiten schaden langfristig und kurzfristig ist eine Belohnung da, also ein gutes Gefühl. Belohnungszentrum, wenn man davon spricht, bedeutet das, sie sorgen für ein gutes Gefühl, für eine Erleichterung, für eine wohlige Wärme, für einen Kick. Und der Schaden kommt erst langfristig. Und bei diesen neuen Selbstliebetaten ist es halt so, dass der kurzzeitige Effekt erstmal schwächer ausgeprägt ist und dass die Etablierung der Selbstliebe und diese Veränderung im Leben, die braucht ein bisschen Zeit. Das habe ich ja im ersten Teil schon gesagt. Natürlich, wenn man sich jetzt morgens eine Bürstenmassage gönnt, merkt man den Effekt. Der ist auch sofort spürbar. Aber damit es zu einer Stärkung der Selbstliebe kommt, muss man das auch regelmäßig machen. Über Wochen hinweg und auch regelmäßig in dieser Bewusstheit machen. Damit sich eine langfristige Wirkung zeigt. Ja, und diese zwei Kräfte, die rangeln miteinander. Und je nachdem, welchen Raum die schädlichen Gewohnheiten einnehmen, reicht es nicht aus, dass man neue Selbstliebe-Rituale in den Alltag aufnimmt, sondern dann bedeutet Selbstliebe auch und vielleicht sogar an erster Stelle, Dinge bleiben zu lassen, sie nicht mehr zu tun, nämlich all das, was uns schadet, was uns langfristig schadet, auch wenn es erstmal für einen emotional wahrnehmbaren positiven Effekt führt, sonst würden wir es ja nicht machen. Also manchmal ist es der wichtigste Schritt zur Selbstliebe, gewisse Dinge nicht mehr zu tun. Das zeigt sich immer extremer, je weiter man auf dem Bewusstseinsweg, auf dem spirituellen Weg fortgeschritten ist und schon viel Neues etabliert hat, wenn man zum Beispiel regelmäßig meditiert, regelmäßig Wahrnehmungsübungen macht. Das heißt, man hat schon viel Positives in seinen Alltag aufgenommen. Es ist auch nicht mehr die Schwierigkeit, das regelmäßig zu tun. Die größte Herausforderung ist es, bestimmte Dinge bleiben zu lassen, die früher normal waren, die man sich angewöhnt hat, die sich mit der Zeit eingeschlichen haben.
Ja, und diese Gewohnheiten, wie ich hier auch nochmal notiert habe, basieren auf dem Belohnungsprinzip und haben einen Soforteffekt. Also für Raucher sorgt das Anzünden der Zigarette, der erste Zug, für einen positiven Effekt. Und die Lungenbeschwerden, die kommen dann manchmal erst 10 Jahre später. Die Kurzatmigkeit, andere Beschwerden. Und der Verstand reagiert halt sehr stark auf Soforteffekte. Also der spielt dann mit. Deshalb ist das so schwierig. Weil dieser Soforteffekt ist ja da, den kann man auch keinem Raucher ausreden. Das ist spürbar. Und da kommt erstmal ein Aufatmen und es tut erstmal gut. Im Gegenzug, Selbstliebe bewirkt einen nachhaltigen, langfristigen Effekt, dient auch langfristig der Gesundheit. Und gerade bei diesen schädlichen Gewohnheiten, die in Richtung Sucht gehen und vielleicht auch schon mit Entzugserscheinungen verbunden sind, kann es hilfreich sein, sich Unterstützung zu holen. Denn es ist je nach Lebensumständen sehr herausfordernd, diese Dinge von jetzt auf nachher sein zu lassen. Und es ist ein Akt der Selbstliebe, sich dann einzugestehen, ich brauche Hilfe. Das ist gelebte Selbstliebe. Festzustellen, oh, das ist irgendwie zu viel auf einmal. Ich weiß, das schadet mir, aber ich kann es nicht bleiben lassen. Es ist zu verführerisch oder es gehört schon zu stark zu meinem Alltag. Ich weiß nicht so wirklich, wie ich da rauskomme. Ich glaube, ich brauche jemand, der mich da an der Hand nimmt und ein Stück weit führt. Und das kann ein Seminar nicht leisten. Das hängt so stark auch mit den persönlichen Strukturen zusammen. Da muss man ins Detail gucken. Und deshalb empfehle ich, in solchen Fällen sich einen Therapeuten zu suchen, einen ganzheitlichen Coach, einen Berater, je nachdem, was man möchte. Oder sich vielleicht auch einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Je nachdem, wie die arbeitet, kann das dann auch sehr hilfreich und stärkend sein. Und dass man sich in einer Haltung der Selbstliebe damit auseinandersetzt. Und ganz wichtig dabei, wir müssen einen Zustand erst einmal annehmen, um ihn verändern zu können. Daher wäre der allererste Schritt, in den Frieden damit zu kommen, dass man diese schädlichen Gewohnheiten hat oder eine schädliche Gewohnheit, die möglicherweise Suchtcharakter hat. Das ist überhaupt keine Schande. Ich glaube, jeder Mensch hat irgend sowas. Manche sind auffälliger, manche betreffen mehr die körperliche Gesundheit, manche, die kann man so gut verstecken, kriegt fast niemand mit, aber fast jeder Mensch hat irgendeinen Tick oder Gedankenstrukturen oder eben eine Gewohnheit, eine Alltagsgewohnheit, die der Selbstliebe nicht dient und die ihm langfristig schadet. Ich glaube, das gehört auch einfach zu den Herausforderungen des Menschseins. Ja, das ist etwas, das begegnet den meisten Menschen früher oder später im Leben und es ist kein Makel. Es bedeutet nicht, dass man versagt hat, dass mit einem was nicht stimmt, sondern man kann es als Challenge betrachten und das sportlich sehen. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Wer kann mir dabei helfen? Wo kriege ich Unterstützung? Indem man das tut, praktiziert man Selbstliebe. Ich nenne hier jetzt mal ein paar Beispiele für schädliche Alltagsgewohnheiten, die der Selbstliebe im Weg stehen, die uns langfristig nicht gut tun. Und ich habe im ersten Teil des Kurses den Impuls gegeben, dass du dir eine Liste anfertigst mit Dingen, die der Selbstliebe dienen und die du in deinen Alltag einbauen kannst. Das hier ist jetzt die etwas unangenehmere Liste. Da geht es nämlich darum, mal sich bewusst zu beobachten und zu schauen, womit torpediere ich die Selbstliebe? Wo stehe ich meinem Wohlgefühl mit mir selbst im Wege? Wo schade ich mir? Ja, auch diese Liste ist wichtig. Bitte nicht dabei hart mit sich ins Gericht gehen, sondern das eher so tun wie ein Wissenschaftler, der beobachtet.
also eine möglichst neutrale Position einnehmen und sich selbst gegenüber eine wohlwollende Haltung einnehmen. Also bitte neutral bis wohlwollend. Denn wenn wir uns jetzt auch noch fertig machen für diese schädlichen Gewohnheiten, dann sind wir ganz raus aus der Selbstliebe. Es darf ruhig mal ein Gefühl von Scham aufkommen oder ja, wenn man mal ein bisschen schwerer durchatmet, wenn man das dann erkennt. Aber nicht mit sich selbst ins Gericht gehen, das führt in die falsche Richtung. Hier ein paar Beispiele. Ich habe es jetzt mal ganz an die erste Stelle gesetzt, weil ich einfach glaube, das betrifft viele. Ich kenne das auch von mir selbst, dass das ab und zu mal ein bisschen in eine destruktive Richtung ausschlägt. Das ist der sehr verlockende, übermäßige Social Media und Handykonsum. Also Instagram, WhatsApp, Facebook und so weiter. Je nachdem, was man da nutzt. Das schadet langfristig, schadet übrigens auch der Kreativität. Wenn jetzt Kreativschaffende unter den Zuhörern sind, also wenn du zum Beispiel Bücher schreibst oder malst. Ich habe festgestellt, dass die Kreativität auflebt und aufblüht, wenn man sich da mal so eine Detox-Phase gönnt und rausgeht in die Natur, bewusst wahrnimmt. Kann ich nur empfehlen. Auch sehr beliebt heutzutage, und es gibt auch viele Möglichkeiten dafür, ist der sogenannte Eskapismus. Also die Flucht vor dem Alltag und dem realen Leben in Form von stundenlangem Fernsehen. Obwohl ich Autorin bin, muss ich tatsächlich auch das Lesen hier mit aufnehmen in die Liste. Das ist ein Trend, den gibt es, ja, ich würde mal sagen, seit Twilight. Dieses Flüchten in eine andere Welt, in Liebesgeschichten, in Romanzen. Meistens auch ein sehr schnelles Lesen, fast ein Verschlingen. Und es gibt unendlich viele Angebote inzwischen. Es wird ja bewusst bedient von der Verlagswelt. Und ich habe schon Rückmeldungen von Leserinnen bekommen, die sagen, sie wollen eigentlich nur noch solche Bücher haben, weil da passiert viel mehr als in ihrem Leben und es ist viel schöner dort als in ihrem Leben. Jetzt ist es so, wenn man sich immer nur in Bücher, in Filme, in Serien flüchtet, dann kann ja im eigenen Leben auch nichts Besonderes passieren. Denn es findet ja kaum mehr statt. Also das bedient das ja auch noch, diesen Grund, weshalb man das dann macht. Also da gilt es dann, ein Gegengewicht zu erschaffen mit realen Erlebnissen und Abenteuern und Begegnungen. Und diese Flucht vor dem Alltag, die kann zu sehr schmerzhaften Konsequenzen führen. Also auch zum Zerbrechen von Freundschaften, zu Schwierigkeiten auf der Arbeit, im Studium, dass die Ablage überquillt und es dann wirklich teuer wird, weil man wichtige Dinge, die zu erledigen sind, vernachlässigt. Und auch sowas ist Selbstliebe. Seine Ablage sortieren. Es ist unangenehm, ich weiß, aber das Gefühl danach, da hat man übrigens einen relativ schnellen Effekt. Das ist mal ein Beispiel für Selbstliebe, die einen schnellen Effekt hat. Das Gefühl danach ist gigantisch, wenn man das dann gemacht hat. Der Weg dorthin ist steinig, das weiß ich. Macht keiner gerne. Aber man muss es tun, es gehört zum Leben. Es holt einen ein. Ja, und deshalb einfach mal beobachten, wo flieht man vor dem realen Leben. Und da sind die Verführungen in unserer jetzigen Zeit immens. Dann gibt's natürlich die klassischen Süchte, Rauchen, Trinken, Tabletten. Das ist für mich immer wirklich ein Fall für einen Coach, für einen Therapeuten, dass man mit dem daran arbeitet und vielleicht auch schaut, wie ist das Ganze entstanden. Und warum ist es entstanden? Wobei ich immer empfehle, nicht zu sehr in der Vergangenheit kleben bleiben, weil wir müssen uns um das Jetzt kümmern. Ja, so bei so klassischen Therapien ist manchmal die Gefahr da, dass man dann zu viel sich in der Vergangenheit bewegt und dort schürft und schürft und nach Ursachen sucht und darüber hinaus die Gegenwart vergisst. Also auch das muss in der Balance sein. Dann eine Sucht,
die, glaube ich, noch nicht so bekannt ist, die aber ja auch langfristig unglaublich schmerzhaft werden kann, ist die Sucht nach emotionalen Dramen, um anschließend süßen Trost und Zuwendung gespendet zu bekommen. Fast alle Dramen, die man in seinem Leben hat, inszeniert man selbst. Und für manche Menschen ist das emotional fast überlebenswichtig, dass sie danach dieses süchtig machende Gefühl des Trostes erleben dürfen. Also dass nach dem Drama beruhigt sich die emotionale See und dann ist vielleicht auch jemand da, der tröstet, der einem gut zuredet, der einen auffängt, bis er keinen Bock mehr dazu hat. Also das macht eigentlich kein Mensch über lange Zeit mit, zum Glück. Ja, also das ist gut, dass das so ist. Und dieses Gefühl danach, dieses erschöpfte, weiche, geborgene, wenn man dann von jemand anderem Zuspruch und Trost bekommt, das ist richtig tückisch und das kann zu echten Tragödien führen. Es gibt ja auch diese destruktiven Beziehungen, die immer wechseln zwischen dramatischen Streitereien und Versöhnung. Nicht selten sind die Menschen, die sich in der Beziehung bewegen, süchtig nach diesem Versöhnungsgefühl. Und wenn die diese Dramen weglassen würden, würde es sehr ruhig werden in der Beziehung und harmonisch. Und es gibt Menschen, die können sich in dieser Ruhe nicht gut spüren. Die spüren sich eher im Drama und in der Erschöpfung danach. Das ist also auch was, wo man sich einen Coach an die Seite holen sollte, wenn man merkt, es kommt immer wieder zu Dramen in meinem Leben. Diese Dramen rauben körperlich viel Kraft, viel Energie. Die haben auch irgendwann Auswirkungen auf die Gesundheit. Der Cortisolspiegel ist dann extrem hoch immer wieder und das hat Wirkung, also negative Wirkung. Und ich empfehle dann wirklich, sich einen Coach an die Seite zu holen und da mal zu gucken, warum mache ich das eigentlich? Warum inszeniere ich immer wieder Dramen? Und wenn es so ist, wie ich es eben gesagt habe, warum fürchte ich den Frieden und die Ruhe und die Harmonie und dieses eher Gleichmäßige? Warum spüre ich mich da drin nicht so? Das bietet auch viele Chancen, daran zu arbeiten. Und dann auch eine Art Sucht ist Grübeln, sich Sorgen machen, negatives Denken und Sprechen über sich selbst und andere Menschen. Wir muten uns dabei Missklänge zu. Alles, was wir aussprechen, was wir denken, hat einen Klang. Und dieser Klang ist zunächst in unserem System. Also auch wenn wir diesem Irrtum verfallen, durch das Lästern und schlechte Reden über andere Menschen, die uns irgendwie geärgert haben, uns Erleichterung zu verschaffen. Ja, kurzfristig mag das erleichtern. Langfristig ist es extrem schädlich, weil wir uns selbst damit vergiften. Wir haben diese Klänge zunächst in uns selbst und dann erst gehen sie nach außen. Und es ist auch nicht konstruktiv. Ja, wir sind ja dann auch nicht bei uns selbst, wir sind bei den anderen. Wenn wir zu viel über die Zukunft grübeln, sind wir nicht im Hier und Jetzt. Wenn wir zu viel über die Vergangenheit grübeln, sind wir nicht im Hier und Jetzt. Und diese Gedankenspiralen wirken auch körperlich und stehen der Selbstliebe im Wege. Also auch das ist eine schädliche Gewohnheit, der man am besten mit Meditation auf die Schliche kommen kann. Das ist meine Erfahrung, dass man über Meditation bewusster wird, gegenüber dem, was man den ganzen Tag so denkt und in welcher Haltung man sich durch den Alltag bewegt. Und dann wird man diesen Fallen auch auf die Schliche kommen. So, wenn du magst, kannst du dich jetzt mal hinsetzen und dir eine Liste machen. Du kannst es aber auch machen, wenn du mit dem Seminar fertig bist, wenn du auch die Meditation dir angehört hast, die Klangreise. Das kannst du ganz frei entscheiden. Ich würde es aber auf jeden Fall machen. Handschriftlich am besten. Also bei solchen Dingen ist es wirklich immer am besten, man schreibt mit der Hand. Da ist man mehr mit dem Herzen verbunden. Und dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, in einer wohlwollenden Haltung über sich selbst, das wie ein neugieriger Wissenschaftler protokollieren.
Ich lese dir jetzt vor der Klangreise auch noch eine Passage aus der Diamantkrieger-Saga vor, aus dem zweiten Band, Lalobas Versprechen. Denn auch Sarah, die Heldin, hat eine extrem schädliche Gewohnheit, die sie auch dann nicht bleiben lässt, als sie schon als Diamantkriegerin in der Ausbildung ist und sich eigentlich dem Licht zugewendet hat, pflegt sie diese weiter und bringt sich damit in Lebensgefahr. Nicht nur sich, sondern auch ihre liebsten Lichtkriegerkollegen. Also es ist ein schmerzhaftes Erwachen für sie. Und diese schädliche Gewohnheit besteht darin, dass sie in die Häuser anderer Leute eindringt. Sie ist ja zu Anfang eine sehr talentierte Diamantdiebin. Sie kann die Diamanten hören und sie ist auch wirklich gut darin. Sie ist gut darin, unbemerkt in die Villen der Reichen einzudringen und diese Diamanten zu erlauschen und ohne Spuren zu hinterlassen, sie zu nehmen und wieder zu verschwinden. Aber sie hinterlässt damit Spuren in sich selbst. Und das ist der entscheidende Punkt auch in der Passage, die ich dir jetzt vorlese. Die gelesene Passage aus der Diamantkriegersaga und den kompletten zweiteiligen Kurs mit geführter Kristallklangreise findest du auf meiner Website www.bettinabelitz.de und auch noch andere Online-Kurse, die dich dir selbst näher bringen können und dich auch dabei unterstützen können, deine Seelengeschichte zu schreiben, einen Roman zu schreiben, deine Gedanken in die Tasten fließen zu lassen, ja, und dich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Liebe.